Mein Name ist Bernd May. Ich bin verantwortlich für das Thema Big Data Analytics bei Würth. Wir sind heute in Gaisbach im Headquarter der Würth-Gruppe. Die Würth-Gruppe ist bekannt dafür, Weltmarktführer in der Produktion und im Handel mit Befestigungs- und Montagematerial zu sein. Wir machen circa 20 Milliarden Umsatz im Jahr, im letzten Jahr. Und das Herzstück von Würth ist tatsächlich der Vertrieb. Wir haben circa 60% von unseren 86.000 Mitarbeitern entweder im Vertrieb oder in vertriebsnahen Bereichen beschäftigt. Also das Ziel ist, dass wir kontextbezogen immer das richtige Produkt am richtigen Zeitpunkt und am richtigen Kontaktpunkt vorschlagen können. Es ist so, dass Würth 3 Millionen Kunden weltweit hat mit 125.000 Produkten. Die 3 Millionen Kunden sind in den verschiedenen Gewerken, die man aus dem Handwerk kennt, unterwegs. Und zwar sind es bei uns die 4 größeren Divisionen. Das ist einmal das Baugewerbe, das Metallgewerbe, das Holzgewerbe und das Gewerbe Automotive. Und darüber hinaus bieten wir den Kunden noch die Möglichkeit, in unserem multikanalen Geschäftsmodell die Ware dort zu kaufen, wo sie es gerade benötigen. Das heißt direkt über den Außendienstverkäufer, über unseren stationären Handel, über unsere E-Business Solutions, damit gemeint unseren Online-Shop, die Verkaufsmöglichkeiten über die App, aber auch das Thema E-Procurement und Systeme. Und dann haben wir noch als 4. Kontaktpunkt den Telefonvertrieb. Und die letzte Komplexität ist dann noch in der Größe unserer Kunden. Wir betreuen einen Ein-Mann-Betrieb und wir betreuen aber auch große Key-Account-Kunden national, wie zum Beispiel Audi oder Volkswagen. Und wenn man sich jetzt die Komplexität von dem Geschäftsmodell mal anschaut, dann gibt es natürlich abhängig von der Situation, also wenn der Kunde beispielsweise in der Niederlassung ist, werden wir ganz andere Produkte ansprechen können, weil die Produkte vor Ort sind, weil wir die Produkte anfassen können, als wenn der Kunde samstags abends beispielsweise im Onlineshop ist und einfach nochmal für sich schaut, was gibt es denn eigentlich noch für Produkte bei der Würth-Gruppe. Unter Anbetracht dieser Herausforderung ist es unser Ziel, ein System zu entwickeln, das zu jedem Zeitpunkt an jedem Kundenkontakt die richtigen Produkte vorschlägt. Da gibt es 3 Arten der Kategorisierung, wie wir es bei uns gemacht haben. Das sind bei uns einmal die Transaktionsdaten, dann sind es die Masterdaten und dann noch die Bewegungsdaten. In den ersten 2, in den Transaktionsdaten, da kennen wir uns sehr gut aus, also in den ganzen, was kauft welcher Kunde, wann, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Kundenkontaktpunkt, da sind wir auch draus gewachsen, da kennen wir uns sehr gut aus. Auch bei dem Thema Masterdaten, also das heißt, welche Informationen haben wir zum Kunde abgelegt, welche Größe, welche Klassifizierung, aber auch welche Produkte, ist auch etwas, mit dem wir uns sehr gut auskennen. Und bei dem ganzen Thema Bewegungsdaten, insbesondere den Bewegungsdaten, die wir haben in unserem Online-Shop, aber auch in den Apps beziehungsweise den Systemen und Services, die wir in der Verwendung haben, da mussten wir erstmal forschen. Was gibt es da für Daten? Wie können wir die Daten dann auch verwenden, dass wir tatsächlich ein Produkt daraus empfehlen können? Ich bin Mika Schacker, ich leite die Gruppe Big Data Research bei uns in Berlin. Wir sind verantwortlich für vieles, was im Bereich Big Data, Machine Learning und KI fällt und natürlich für den großen Modellierungspart. Die Data Preparation ist die Brücke zwischen Business Understanding und zwischen Modellierung. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, was für Daten haben wir, was haben wir für die gelernt. Und das, was wir in der Understanding-Phase schon verstanden haben, das weben wir jetzt ein. Sprich, wir löschen möglicherweise oder wir ignorieren, filtern bestimmte Einträge, die für ein Modell nicht relevant sind. Wenn wir beispielsweise an Produktempfehlungen denken, dann heißt das, in Niederlassung muss ich nicht unbedingt Produkte berücksichtigen, die nicht in der Niederlassung verkauft werden können. Das heißt, wir sind hier wieder bei der Kontext-Awareness, die wir schon vorher angesprochen hatten. Bei uns bedeutet das viele Produkte, viele Kunden, dementsprechend sehr viel Datenverarbeitung. Wir benutzen Python und Spark hauptsächlich da und wir bauen letztendlich Datenpipelines aus, zum Beispiel mit Apache Airflow, die der Grundstein sind für den ganzen Modellierungspart. Prinzipiell können wir jedem Kunden jedes Produkt empfehlen. Und wir haben es vorhin gehört, wir sind bei 10 hoch 6 Kunden und 10 hoch 5 Produkte. Das sind insgesamt um die 10 hoch 11, 10 hoch 12 Kombinationen. Das ist sehr viel. Das ist eine sehr undankbare Zahl. Und dementsprechend muss man relativ früh in dem ganzen Datenpipelines damit anfangen, Daten zu filtern, dass das letztendlich auch wirklich Gewinn bringt in der ganzen Modellierungsphase ist. Wenn wir uns im Bereich des E-Shops, des Online-Shops bewegen, dann gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Produkten, die auch dort verkauft werden können. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, andere Produkte zu berücksichtigen, wenn es um E-Shop-Empfehlungen geht. Also wir können im Bereich Daten klassischerweise 2 Herausforderungen haben. Daten sind fehlerhaft oder Daten sind unvollständig.
Wenn die fehlerhaft sind, dann versuchen wir zu filtern. Wir versuchen, die möglicherweise auch anzureichern. Wenn die fehlen, dann versuchen wir, sie zu vervollständigen. Sprich, man nimmt möglicherweise einen Standardwert, man nimmt einen Wert, den man berechnen kann. Und man versucht so, die Datensätze ja letztendlich bearbeitbar zu machen, benutzbar zu machen. Nachdem wir dann die ganzen Datensätze vorbereitet haben, müssen wir sie zusammenbringen, so wie das für das Modell dann passt. Das heißt, wir sind im Bereich des Feature Engineerings. Das kann was ganz Einfaches sein, wie zum Beispiel der durchschnittliche Umsatz pro Produkt. Aber das können auch manchmal deutlich kompliziertere Sachen sein, je nachdem, was für eine Art von Modell man danach benutzen möchte. Da wir den Anspruch haben, kontextabhängige Empfehlungen auszuspielen, hat sich bei uns ein hybrider Ansatz angeboten. Das heißt, wir haben ein hybrides Empfehlungssystem entwickelt. Das bedeutet, es gibt unterschiedliche Modelle und es gibt unterschiedliche Algorithmen, die Empfehlungen ausspielen. Diese Empfehlungen werden danach zusammengeführt und je nach Kanal, je nach Situation unterschiedlich abgemixt. Das kann man sich vorstellen, dass wenn ich mich im Onlineshop bewege und mir Produkte anschaue, dann habe ich möglicherweise bei den Empfehlungen diese letzt angeschauten Produkte als Priorisierung. Es kann auch sein, dass ich in der Niederlassung bin und dass dort dann bestimmte Art von Produkten priorisiert werden in den Empfehlungen, die beispielsweise gerade vorrätig sind oder die gerade Saisonartikel sind. Wir versuchen bei dem Prozess, die CRISP-Lernzyklen relativ zügig durchzuschreiben, das heißt schnell Iterationsschleifen zu durchlaufen. Das bedeutet für uns, dass manchmal ein einfaches Modell ein guter erster Ansatz ist. Man kann sich beispielsweise anschauen, was sind denn eigentlich die Bestseller-Produkte und die entsprechend empfehlen. Man kann aber auch deutlich komplizierter werden, indem man sagt, ich schaue mir an, was ähnliche Kunden gekauft haben und ich empfehle das zu einem ähnlichen Kunden dazu. Das heißt, man ergänzt Sortimente, man hat eine Art von Cross-Selling. Man kann nun aber auch einen anderen Weg gehen und sagen, welche Produkte passen denn gut zusammen? Also welche zwei Artikel, Schraube und Dübel, passen denn einfach gut zusammen und können gut gemeinsam verkauft werden? Und wenn das eine nicht gekauft wird, dann ergänzt man das dementsprechend. Das sind unterschiedliche Systeme, die man ausprobieren kann. Und wie gesagt, je nachdem, wo ich bin, wo der Kunde ist, kann ich diese Systeme unterschiedlich abmixen. Mein Name ist Silas Eirich und ich leite hier bei WIRT das internationale Big Data Team. Das bedeutet, wir befassen uns primär mit der Ausrollung unserer KI-Produkte sowie mit der internationalen Skalierung. Für das Thema Evaluierung gibt es primär zwei Aspekte, die wir immer beachten. Also zum einen mal muss man verstehen, funktioniert das Modell als solches? Und für den Aspekt macht es Sinn, dass man erstmal einen sehr einfaches Basismodell aufstellt, also sozusagen eine Common Sense Baseline, gegen die man dann komplexere Modelle evaluiert und sieht, okay, wenn ich jetzt in den Bereich Collaborative Filtering gehe, habe ich dann überhaupt eine Performance-Verbesserung zu zum Beispiel einer Bestsellerliste, weil wenn nicht, dann macht vielleicht diese zusätzliche Komplexität gar keinen Sinn. Wenn man dann in die Modellentwicklung geht, dann gibt es natürlich ganz standardmäßige Machine Learning Erfolgsmetriken, also sowas wie Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, die wir uns dann mit jeder Iterationsschleife, die wir über das Modell drehen, natürlich immer anschauen und dann abmischen, gehen wir in die richtige Richtung oder müssen wir gegebenenfalls nochmal auch einen Schritt zurückgehen im CRISP-Prozess und vielleicht nochmal in das Feature Engineering einsteigen, um andere Aspekte zu betrachten. Der zweite Aspekt, den wir immer betrachten, ist natürlich, schaffen wir Business-Mehrwert mit dem Recommender System. Und in dem Bereich besteht bei Recommender System im Speziellen die Gefahr, dass man sozusagen eine self-fulfilling prophecy schafft. Das heißt, man empfiehlt Produkte und selbst wenn ich die nicht empfohlen hätte, hätte der Kunde die vielleicht sowieso gekauft. Und um das abzuschätzen, macht es vielfach Sinn, in einen AB-Test zu gehen. Das heißt, ich splitte meine Kundengruppe, für 50% meiner Kunden spiele ich die Empfehlung aus, für 50% meiner Kunden spiele ich die Empfehlung nicht aus und kann dann einfach die zwei Gruppen ganz einfach miteinander zu vergleichen und weiß dann, okay, so hoch ist der Business Value, den ich tatsächlich mit dem Modell generiere. Für uns bei WIRT ist in der Hinsicht extrem wichtig, dass so ein Machine Learning System immer Teil eines größeren Softwareprodukts ist. Und für den Bereich Empfehlungssysteme sind das ganz klar unsere Vertriebsfrontends und Sales-Frontends. Das heißt, für den Bereich Direktvertrieb haben wir sogenannte SFA-Tools, Salesforce Automation Tools, in denen der Verkäufer den ganzen Tag arbeitet, in denen er auch das Verkaufsgespräch abarbeitet. Und da ist natürlich wichtig, dass wir dann in der Situation im Verkaufsgespräch an der richtigen Stelle die Empfehlungen ausspielen. Das genau gleiche gilt natürlich aber auch für die SFA-Tools in der Niederlassung
oder wenn quasi keine menschliche Komponente involviert ist, dass wir die Empfehlungen dann auch in unserem Online-Shop richtig abbilden. Des Weiteren ist dann in der Deployment-Phase noch zusätzlich wichtig, dass man die Produktempfehlungen oder die Empfehlungssysteme nicht einmal ausrollt und dann quasi ausgerollt lässt, sondern dass man auch ein Monitoring-System aufsetzt, das einmal einfach das operative Monitoring übernimmt, also produziere ich jeden Tag stabil meine Empfehlungen, aber auch genau beim Bereich Machine Learning extrem wichtig, monitort, ob das Modell Drift hat, also verändern sich grundlegende Datenzusammensetzungen und vielleicht funktioniert mein Modell dadurch nicht mehr. Und das sollte man sich auch in regelmäßigen Abständen immer wieder anschauen, um zu sehen, ob man vielleicht in eine weitere Iteration des CRISP-DM-Prozesses gehen sollte. Die Ergebnisse, die wir bisher mit dem Modell erzielen, sind sehr positiv. Wir sind in einer sehr frühen Phase, aber wir sehen die ersten erfolgreichen Ergebnisse im Online-Shop. Und auch das Feedback, das wir vom Direktvertrieb bekommen, ist sehr, sehr positiv. Die Verkäufer und Verkäuferinnen arbeiten sehr gern mit den Empfehlungen und empfinden die auch als sehr hilfreich.